In der Klinik am Südring. In der Notaufnahme übergibt gerade Assistenzarzt Liefham eine Patientenakte, als vier Jugendliche in den Empfangsbereich stürzen. Ein Mädchen aus der Gruppe kann kaum noch atmen. Auch sprechen fällt ihr schwer. Der Arzt befragt daher ihre beste Freundin. Können Sie mit mir sprechen? Was ist los mit ihr? Wir wollten auf ein Konzert. Sollen wir jetzt drauf? Hat sie eben keine Luft mehr bekommen und nichts. Okay. Einmal aufstehen. Sie hat Asthma. Und wir haben aber ihr Asthma-Spray nicht gefunden. Okay, einmal Salbutamol, Birgit, bitte. Das ist ein tief ein- und ausatmen. Tief ein- und ausatmen. Darf ich nur mal gerade fragen, wer jetzt hier wer ist? Immer Tiefluft holen. Das ist die Patientin? Genau, das ist Emma Schönstein. Tiefluftfreundin. Ich bin Fiona Thalbach, das ist mein Bruder Julian. Ich bin Christoph und ich bin ein Freund von ihm. Okay, also, das ist die Patientin. Ihr seid nicht verwandt oder so? Nein, also er ist nur mein kleiner Bruder. Okay. Dann wäre es unheimlich nett, wenn ihr zwei gerade draußen warten würdet und wenn du vielleicht hier bleibst. Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Und wir holen euch gleich wieder, okay? Deine Schwester hilft uns gerade ein bisschen. Wir wissen, was los ist, ja? Wir brauchen eine Sauerstoffmaske. Wie ist mit Juckreiz? Bei Hals. Am Gesicht. Okay. Mal die Augen öffnen. Nein, also wir haben heute. Also, sie hat Allergien. Sie ist allergisch gegen Nüsse und gegen Honig. Aber wir haben da wirklich geguckt und sie achtet auch drauf. Sie hat nichts dergleichen gegessen oder auch nichts getrunken in dem Sinne. Mal die Jacke ausziehen. Schnell wurde deutlich, dass Frau Schönstein einen asthmatischen Anfall entwickelt hat. Wahrscheinlich beruht auf einer allergischen Reaktion. Bekannt ist sie als Allergikerin, insbesondere gegen Honig und Nüsse. Was aber der ursprüngliche Auslöser dieser ganzen Symptomatik war, sollte uns noch sehr überraschen. Tief ein- und ausatmen. Sie haben jetzt Medikamente bekommen. Die sollten zeitnah wirken. Guten Tag. Sie sind die Mutter, Frau Schönbach. Okay. Ich habe das Asthma-Spray von meiner Tochter mitgebracht. Was haben Sie denn? Weiß ich nicht, meine Tochter hat Asthma. Ja, Frau ist mein Name, ich bin der behandelnde Arzt. Frau Schönstein hat einen Asthmaanfall bekommen, hat kein Asthma-Spray dabei gehabt und ist von ihren Freunden jetzt in die Klinik gebracht. Hat sie jetzt schon Asthma-Spray bekommen? Dafür, wir haben ihr was gegeben. Also sie ist Asthmatikerin, sie hat Allergien gegen Honig und Nüsse. Das ist total nett von Ihnen aus. Nehmen Sie. Der Puls geht hoch. Frau Schönstein, können Sie bitte draußen warten? Wir müssen Sie wahrscheinlich. Oder Sie hat eine Allergie gegen Honig und Nüsse. Hast du Honig gegessen? Hast du Frau Schönstein, schauen Sie mich mal ganz kurz an. Wenn Sie sich einen ganz kleinen Moment hier hinsetzen würden. Einfach mal dahin. Wir kümmern uns um Sie, ja? Okay? Halten Sie die Augen offen, Frau Schönstein. Schauen Sie uns mal an. Augen offen halten. Die Lage von Frau Schönstein war sehr kritisch, denn aufgrund dieser Enge im Hals hat sie einen Schock erlitten. Der Blutdruck ist runtergegangen, der Puls ist zu weit unten gewesen. Sie hatte natürlich Probleme mit der Atmung. Ich habe Adrenalin gegeben, Antiallergika, aber der Zustand war schon so kritisch, dass wir den nicht mehr in den Griff kriegen konnten, sodass wir in die nächste Stufe gehen mussten. Die 18-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Um sie mit ausreichend Sauerstoff versorgen zu können, versetzt das Klinikteam das Mädchen in einen Tiefschlaf. Anschließend wird die Berufsschülerin sofort auf die Intensivstation verlegt. Zu viel für die Mutter der jungen Frau. Frau Schönstein, bleiben Sie. Warten Sie noch einen Moment. Warten Sie, der Doktor spricht gerade mit Ihnen. Kommen Sie mit. Nehmen Sie einfach mal hier Platz erstmal. Ich würde aber jetzt. Ich weiß. Setzen Sie sich mal kurz. Okay? Frau Schönstein. Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ihre Tochter hatte das, was sie sonst auch hat, wenn sie einen asthmatischen Anfall hat. Nur, dass der Anfall länger gedauert hat und die Atemwege angeschwollen sind. Haben Sie ihr denn kein Spray gegeben? Sie hat ja Asthma. Wenn man ihr das Spray gibt, dann geht es ihr immer besser, sofort. Ich kann verstehen, dass Sie das so gewohnt sind. Aber der Zustand war schon so stark, dass ein Spray nicht mehr so viel gebracht hat. Und sie ist nicht. Frau Schönstein. Sie ist allergisch gegen Nüsse und Honig. Aber sie nimmt nichts. Sie ist so konsequent. Sie isst nie was davon. Bevor sie nicht weiß, wo irgendwas drin ist oder was da drin ist, sie nimmt auch nichts. Gar nichts. Sie ist absolut zuverlässig. Frau sie ist Schönstein, nicht dumm. Das ist das Rätsel, vor dem wir auch stehen. Ich weiß nicht, was diesen Anfall ausgelöst hat oder ob sie irgendwas zu sich genommen hat, was diese allergische Reaktion ausgelöst hat. Muss sie da jetzt länger bleiben? Sie muss auf die Intensivstation? Wir haben ihre Tochter notintubiert. Das bedeutet, es ist eine Schutzmaßnahme. Ihre Atemwege fingen an anzuschwellen, wie das bei einer allergischen Reaktion ist. Sie kriegt keine Luft. Sie hat keine Luft bekommen durch den asthmatischen Anfall. Ich weiß nicht, ob da noch eine allergische Reaktion mit drunter schlägt.
Aber wir mussten diesen Schlauch da rein tun, dass wir auf jeden Fall einer Notfalloperation entgehen, denn die Atemwege mussten gesichert werden. Jetzt atmet sie und sie schläft. Das heißt, sie hat keinen Stress. Wie lange? Wir werden erstmal warten, bis unsere Medikamente wirken. Wir gehen in den nächsten 1 bis 2 Stunden davon aus. Aber sie muss betreut werden auf Intensivstation und beobachtet werden. Die Lage ihrer Tochter. Was heißt das? Wie schlimm ist das? Ist das gefährlich? Die Lage ihrer Tochter war lebensgefährlich, wenn sie nicht in die Klinik gekommen wäre. Aber jetzt ist doch gut. Aber Frau Schönfeld, jetzt gehen Sie gleich hoch und dann setzen Sie sich zu Ihrer Tochter, halten Ihre Hand und dann. Sie können sich ja keinen Vorwurf machen. Okay. Die Mutter hat stets beteuert, dass ihre Tochter ganz genau weiß, was sie isst und was sie essen soll und darf. Und ich vertraue natürlich der Mutter, dass sie sagte, dass sie sehr bewusst ist, was sie zu sich nimmt. Aber ich musste unbedingt noch mal die Freundin befragen und den Freund, um zu schauen, ob es irgendwas Auffälliges gab, das diese ganze Symptomatik ausgelöst hat. Frau Schönstein ist auf Intensivstation. Ich würde gerne noch mal wissen, ihr wisst, dass sie eine Allergie hat. Hat sie irgendwas, habt ihr irgendwas zusammen gegessen, was vielleicht irgendwas drin hat? Fiona, wo wart ihr denn gewesen? Ich dachte, ihr macht... Ihr lernt Klausuren? Wir waren fertig mit dem Lernen und wir dachten uns, komm, wir könnten aufs Rockkonzert gehen und... Ihr geht aufs Rockkonzert? Mit Julian? Er sollte zu Hause bleiben. Alleine? Fiona? 2 Stunden würde er wohl oder... nicht, was ihr macht. Habt ihr irgendwas genommen oder so? Christoph, das ist halb so wild. Emma ist wichtig. Weiß ich nicht, aber Emma ist wichtig. Seit wann haben Sie das? Weiß ich nicht. Was ist denn mit Emma? Wir haben uns um sie gekümmert. Sie können jetzt nichts tun. Als ich die Freundin befragt habe, ist mir aufgefallen, dass Frau Thalbach, die Freundin unserer Patientin, sich ständig im Gesicht gekratzt hat, am Hals gekratzt hat. Ich habe auch eine starke Rötung entdeckt und habe mich dann entschieden, dass ich sie mir genauer anschaue. Es sollte sich herausstellen, dass diese Entscheidung sehr richtig und auch sehr wichtig war. Was für Beschwerden haben Sie? Also erstmal, wir haben uns um Ihre Freundin gekümmert und sie ist stabilisiert. Okay. Seit wann juckt das denn? Seit wann ist das? Nicht lange, vielleicht seit einer halben Stunde oder so. Okay, Sie sind jetzt auch stark geschminkt, ist das vielleicht? Nein, ich benutze die altbewährten Kosmetika, die ich bisher halt immer schon benutze. Also das, was jeden Tag? Ja, bestimmt schon seit Monaten. Benutze ich immer nur dasselbe. Hat ist ja komplett rot geworden. Haben Sie Atemschwierigkeiten? Nee, gar nicht. Woanders noch Juckreiz? Es juckt halt alles sehr. Also das ganze Gesicht. Kannst du die Haare mal kurz hinten halten, bitte? Ja. Frau Thalbach hat einen Hautausschlag entwickelt, der stark begrenzt ist, lokal, und sich auf das Gesicht und den Halsbereich bezieht. Da muss ich natürlich in erster Linie von einer Kontaktallergie ausgehen und weiter befragen, gibt es Lotions, gibt es Puder, gibt es Make-up, gibt es irgendetwas, was sie lokal an diese Stellen aufgetragen hat, was diese Rötung hervorgerufen hat. Gibt es irgendwas, was sie sich aufs Gesicht gemacht haben? Haben Sie das vielleicht dabei, was sie sich ins Gesicht gemacht haben? Mein Puder, ja. Das hätte ich dabei. Also nur Puder, kein Make-up großartig, nur Puder? Hauptsächlich das Puder dann. Also das Puder hat so auch Emma benutzt davor. Ich weiß. Das Puder hat Emma auch benutzt? Ja. Haben Sie das direkt im Gesicht und im Hals angewandt? Ja. Das würde direkt... Emma passen. Auch. Also das würde Emma hatte halt keine Schminke dabei, deswegen habe ich gesagt, sie kann gerne meins benutzen und... Ich muss mal lesen. Wie ist es bei Ihnen mit Allergien? Gar nichts. Ich bin komplett keine gesund. Bekannt? Nee. Aber jetzt ist Juckreiz... Seitdem das aufgetragen ist oder seit wann? Vor wie vielen Stunden war das? Vor einer halben Stunde habe ich es noch mal aufgefrischt. Ah, okay. Gut. Sie kriegt mal, wir machen das Make-up einmal weg. Darf ich mir das mal ausleihen? Ich würde das gerne in unser Labor schicken. Ist okay. Ich mache mal am Hals jetzt, dass das so ein bisschen. Und dann bereite ich Ihnen einmal ein Antihistaminikum vor. Kannst du auch ein bisschen mal selber wegmachen auch? Als Frau Thalbach mir mitteilte, dass sie das Puder benutzt hat und eine Reaktion entwickelt hat und auch ihrer Freundin dieses Puder gegeben hat und auch diese eine Reaktion entwickelt hat, war mein Schluss, dass dieses Puder der Auslöser ist für die allergische Reaktion beider Patienten. Was mich natürlich stutzig macht, ist, dass Frau Thalbach meinte, dass sie dieses Puder schon längere Zeit benutzt, was nicht für eine allergische Reaktion spricht, denn die entwickelt man sofort. Ich habe Ihnen ein Antiallergikum gegeben. Mhm. Nehmen Sie jetzt 2 bitte draußen. Ja. Und das ist eine kortisonhaltige Salbe, eine Creme. Mhm.
Bitte ganz dünn auftragen, einmal täglich. Wir finden am besten direkt schon eine. Nächste Woche würden Sie sich noch mal beim Hausarzt melden, ja? Letzten Endes habe ich im Dunkeln gefischt und ich habe einfach mal auf Risiko das Puder ins Labor geschickt, um zu schauen, ob das vielleicht ein Allergen enthält, das die beiden so stark belastet hat. Das Ergebnis der Analyse soll nicht nur Li Fang überraschen. Noch bevor die Werte vorliegen, schauen der Assistenzarzt und Schwester Birgit am nächsten Morgen nach ihrer Patientin. Hallo Emma. Halli, hallo. Da, Frau Schönstein, hallo. Ja, wie geht's? Ja, nun was geht's. Herzlich willkommen wieder zurück auf Station. Ja. Ich merke, die Farbe ist wieder da. Anders. Noch ein bisschen blass ums Näschen, ne? Das kommt. Hallo. Und die Mama konnte sich auch um sie kümmern. Ja, Mami ist wieder da. Sehr die ganze gut. Zeit, ne? Ja. Wie ist vom Atmen her? Ist noch ein Kratzen oder ein Fremdgefühl da? Nein, das ist eigentlich alles wieder gut. Okay. Wir wissen nicht ganz genau, was es ausgelöst hat. Vielleicht war es ein asthmatischer Anfall oder vielleicht war es... Ah, hallo. Oh. Hallo. Hui. Ich mach mal Platz. Ich schau natürlich. Ich mach mal Platz. Hallo. Ich freue mich, dass es dir besser geht. Oh mein Gott, sind die Milch. Natürlich. Doch die Freude über die Blumen und den Überraschungsbesuch sollen nicht lange anhalten. Das Laborergebnis der Make-up-Analyse ist da. Es wird nicht nur zeigen, was zum Allergieschock geführt hat, sondern auch die gute Stimmung unter den Freunden trüben. Das Make-up-Puder hatte Hagebuttenkerne. Was? Ja, so Härchen, ne? So Sporen haben die da gefunden von Hagebuttenkerne. Hagebuttentee oder was? Ja, Hagebuttenkerne. Das sind die, die... Der Tee gemacht. Die sind hochallergen. Wie kommt denn das da rein? Also, ich glaube, ich habe euch was zu erzählen. Beziehungsweise eher... Das ist ein Freund. Also, ja, ich wollte eigentlich einen kleinen Racheplan schmieden. Wolltest du das? Ja, ihr lässt mich nie mit. Also, ihr nimmt mich nie irgendwo mit. Und dann habe ich das halt mal auf YouTube nachgeguckt, wie man sowas zu so einem Pulver macht. Und dann, wie man was zu einem Pulver macht? Diese Hagebuttenkerne. Wozu? Du hast sie klein gemacht und hast sie in das Make-up gemacht? Ja. Das Juckpulver. Ist nicht dein Juckpulver. Ernst, Julian, oder? Es war ja nicht an Emma. Es war ja Emma nur an liegt dich. Da aber, Julian. Als dann letztendlich rauskam, dass der Julian seiner großen Schwester einen Streich spielen wollte, weil er nicht mit aufs Konzert durfte, was natürlich völlig normal ist, und sich dann wirklich ein Video angeguckt hat und geguckt hat, wie bastel ich Juckpulver, und hat das dann gemacht und bei seiner Schwester ins Puder gemischt. Das geht natürlich gar nicht. Aber ich glaube, das muss ich jetzt zu seiner Entschuldigung sagen, er hat nicht mit den Konsequenzen gerechnet. Was wollte er nicht, dass Emma da jetzt also Juckpulver eine allergische Reaktion bei Emma ausgelöst hat? Also das Labor schreibt, es kommt zu einer sehr schnellen Hautreizung, die sich rötlich färbt, Jucken und Brennen auslöst und auch zu einer allergischen Reaktion führen kann. Ich glaube, wenn du dich bei der Emma entschuldigst, vielleicht verzeiht dir dann deine Schwester und bei der die Schwester einmal dick umarmst. Ja, ist doch nichts Schlimmeres passiert, Gott sei Dank. Mach dir nicht. Ich glaube, deine große Schwester verdient auch eine kleine Entschuldigung. Ich glaube, das Ganze war ihm auch Strafe genug. Ne? Hagebuttenkerne gehören zu den Rosengewächsen, unter denen auch Mandeln und Beerenobste gehören, wie zum Beispiel Äpfel, Pfirsiche, Himbeeren und viele mehr. Und tückisch ist, dass wenn man gegen ein einzelnes von denen allergisch reagiert, dann kann man im Laufe der Jahre eine Kreuzallergie gegen all die anderen noch entwickeln. Das heißt, es birgt hohes Gefahrenpotenzial. Ich gebe Ihnen für die Allergie noch ein Notfallset mit, dass, wenn Sie merken, dass so etwas passiert, Sie sind eine Hochallergikerin, dass Sie das ist so ein kleiner Pen, der hat all die wichtigen Stoffe mit drin, die wir Ihnen zu spät verabreicht haben hier, dann können Sie sofort reagieren, so kommt es nie wieder zu so einer Situation. Okay. Einverstanden? Ja, das hört sich doch gut an. Sie werden dann Ihre eigene Ärztin. Aber vielleicht sollten Sie einfach gar nicht so welche Sachen zu sich nehmen. Okay? Alles klar. Schon 2 Tage später durfte die 18-Jährige die Klinik wieder verlassen. In einem Test konnte tatsächlich eine Rosengewächsallergie festgestellt werden. Die Berufsschülerin trägt nun immer das Notfallmedikament bei sich, um künftige Allergieschocks zu vermeiden.